Hallo und willkommen hier zu einem Pokémon-Sammelkartenspiel-Booster-Pack-Öffnung-Opening-Unboxing. Keine Ahnung, wie man es halt nennt. Und wir haben hier einen Blister mit drei Booster-Pack, einen Mozi, eine Lucario-Münze. Und öffnen mal das Ganze hier. Okay. Dann wir das mal. Das. Und die, komm schon, Münze. Hier ist die schöne Münze. Gerade vorsichtig irgendwie rausgeben, wenn es geht. Okay. Hier ist das Alola Mauzi. Funkelt schön, wenn man es genau sieht. Ja. Kratzer und Mogelhieb. Gut, dann haben wir hier dreimal Sonne und Mond, Nacht in Flammen. Wir gehen einfach mal da mit dem Ho-Oh Booster und öffnen das mal. Okay, das Booster zerlegt sich schon. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. So, hier ein Burgundus. Ein Glumander. Oh, das schaut ziemlich traurig aus. Ein Porygon. Ein Merrill. Ein Hoothoot. Ein Zygarde, schaut nicht schlecht aus. Schollenbrecher 80 und Sanktionkern 150. Gut, es muss zwei Energien weggeben, aber 150 auf die Basis. Ziemlich gut. Drache auch noch, man könnte eine Drachen-Energiekarte eigentlich da anlegen. Und. Wow, Glurak GX. In Full Art auch noch. Flügelschlag 70 und Feuerroter Sturm 300 und digitale Energie von diesen Pokémon auf den Ablagestapel. Tobsuchtanfall GX. Lege die obersten 10 Karten des Decks deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Das nenne ich mal richtig gut. Ach, das schaut so cool aus. Ja, Feuerenergie. Tracy und Bibitis mit der Fähigkeit Giftschub. Das ist auch nicht so schlecht. Und du, Flo. Okay, dann legen wir mal die zwei hier raus. Ist auch besser zu sehen. Dann nehmen wir dieses Booster. Mal schauen. Ich bin schon jetzt ziemlich begeistert über dieses Booster-Vektor. Das hätte ich mir nicht gedacht. Okay. Ein Carpador. Ein Glibunkel. Ein Pikachu. Das schaut ziemlich lieb aus. Grillmark, noch ein Glumander, ein Calamanero, schaut auch nicht so schlecht aus, und ein Wolverock, der schaut auch ziemlich gut aus eigentlich, sehr bedrohlich. Wasserenergie, Chris, und noch ein Vibitis, oh, und eine Pier. So, nun das letzte Pack, ach, ich bin noch immer so begeistert über das Glurak, oh, legen wir hier dann noch das Calamanero und das Wolverock hin. Oh, man sieht es jetzt nicht. Dann drin. Die Mütze legen wir daher. So, und jetzt kommt das da. Okay. Ein Pampuli kommt schon entgegen. Pampuli, ein Myrapler. Zwirrlicht. Psiau. Bubungus. Das schaut so lieb aus. Dieser kleine Schwammerlchen. Was irgendwie kommen kann und rumfliegen kann. Okay, quälendes Spray. Okay, dann Gegner zeigt die. Was? Wähle eine zufällige Karte aus der Hand des Gegners. Dein Gegner zeigt dir jede Karte. Wenn es eine Unterstützungskarte ist, lege sie auf seinen Ablagestapel. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist, aber naja. Und ein Porygon Z mit der Fähigkeit initialisieren. Wenn du dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um eins deiner Pokémon, wenn es im Zug ist, zu entwickeln, kannst du jedes entwickelte Pokémon des Gegners zurückentwickeln, indem du ihm die höchste auf jedem Pokémon entwickelte Entwicklungskarte auf seine Hand gibst. Oh, ich gebe sie nur auf seine Hand. Naja, auf die Hand geben ist jetzt nicht so praktisch. Es geht, aber es ist Phase 2 auch noch dazu. Naja, Blitzenergie, Volum. Legitita und Schwächenschutz. Das war's. Legen wir hier noch das und das daher.
Aber eine sehr gute Ausbeute mit den Glurak GX, die in einem Full-Out Design sehr, sehr gut. Zygarde ist auch nicht so schlecht, aber ich freue mich riesig über dieses Glurak GX. Es ist wirklich heftig. Tobsuchtanfall GX-Attacke kann natürlich den Gegner auch, wenn man sehr viele Ends und so reingibt und andere Karten, die das eben einfach zum Deck auf den Ablagestapel hauen, kann man sogar noch mit Deck aus besiegen. 10 Karten sind schon richtig viel. Ja, das war's auch schon wieder. Es ist sehr gute Ausbeute. Ich habe mir gedacht, weil das Blister ist eigentlich teurer als wie wenn man sich normale Booster kauft, dann haben wir gedacht, vielleicht ist da wirklich eine gute Karte dann auch noch drinnen. Und recht habe ich gehabt, Glurak GX ist dabei. Und die ist auch noch so wunderschön. Ach, könnte sie glaube ich den ganzen Tag anschauen. Okay, dann werde ich mal noch ein bisschen Glurak mir ein bisschen genauer anschauen und sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und hinterlasst einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Unterstützt mich und abonniert mich und schaut auch noch auf meine anderen Unboxing-Videos, Openings, Tinboxen und so weiter. Dann bis zum nächsten Mal.